Naja, und zu den zusammengelegten Knädel gehört dann eine zünftige Musik dazu, eine feine Hütte, eine urige und dann einen guten Musiker, der vielleicht ein bisschen jodeln kann, Witz erzählen kann, so wie der Thomas Holzer, der eigentlich aber was anderes studiert hat, oder? Genau, ich habe Musikerziehung studiert, mit Jazzgesang und Klavier. Aber das ist das Instrument, was mir angetan hat. Das hat es Ihnen angetan. Genau. Man kann zum Beispiel im Storninéum, haben wir gehört, in die Musikschule gehen, man kann dieses Instrument lernen, Sie kommen ja aus der Gegend, aber man kann es auch bei Ihnen im Internet lernen. Wie kann ich mir das vorstellen? Genau, also wir haben Lernvideos produziert, ohne Noten, ohne Griffschrift. Wir zeigen einfach die Griffe langsam vor und der, was zu Hause sitzt, vor dem Internet, der schaut sich das dann an. Das sieht man jetzt da hier auch bei uns, also das heißt mit dem Finger, mit dem Finger da dazu. Genau, das klingt mein Kollege, der Stefan Kern. Ja. Und so kann man Schritt für Schritt auch Musik, ganze Stücke eigentlich auch einstudieren. Die merkt man sich dann halt einfach, oder? Genau. Da gibt es keine Noten dazu in dem Sinne. Wir haben die Stücke so aufbereitet in kleine Abschnitte, ja, mit Wiederholungen natürlich. Und der Vorteil ist, man kann das dann sofort auswendig spielen. Das heißt, in Wahrheit, der große Vorteil ist, man erspart sich zwar den Weg in die Musikschule, aber man spart sich das Üben nicht. Nein, das können wir nicht abnehmen. Ja. Da logge ich mich ein oder was kostet es, wenn man das im Internet macht bei Ihnen? Es schaut so aus, was man braucht, ist ein Computer, Handy, Tablet, eine Internetverbindung mit E-Mail-Adresse und dann loggt man sich ein, man kriegt 8 Videos einmal kostenlos zum Schauen, ob das für einen entspricht. Genau. Ja. Und dann, wenn man Zugriff haben will auf unsere 300 Videos, dann kostet es im Monat 34,90. Da kann man dann eben so lange üben, so viel üben. Was kostet so ein Instrument? Wenn ich jetzt daheim sitze und sage, eigentlich würde mich das interessieren, ja, die steirische Stelle, ungefähr so in welcher Größe? Ungefähr zwischen 3.000 und 5.000, da hat man schon ein gutes Gerät. Also für Einsteiger meinen, ja, Sie gar nicht das Billigste nehmen, sondern schon noch was Besseres gleich? Ja, es gibt heute, sind eigentlich wirklich schon alle Instrumente sehr gut gebaut, also die Hersteller sind wirklich sehr gut drauf. Okay, das heißt Instrument kaufen, sich dann einloggen, das Ganze ja, für sich entdecken. Man kann ja auch moderne Musik, glaube ich, mit der steirischen spielen, oder? Ja, das geht sich auf jeden Fall aus. Für alpenländische Sachen ist sie eigentlich gebaut, aber man schaut immer, dass man die Grenzen jetzt ausloten kann und auch moderne Stücke spielt auf der steirischen. Man muss ja jetzt gleich dazu sagen, diese Instrumente sind durchgestimmt. Das heißt, ich kann mit sehr vielen Instrumenten ja so ziemlich alles spielen, wenn ich das Klavier hernehme, aber bei den Instrumenten gibt es eigene Stimmungen. CFG, BSAS oder wie sie alle heißen, die Stimmungen. Wenn ich mir ein Instrument kaufe, was wäre für Sie jetzt ein Tipp, worauf sollte ich da achten? Also wenn man ausgewachsen ist und ein Erwachsener, auf jeden Fall ein Instrument mit 4 Reihen. Okay. Bietet sich an. Für Kinder gibt es kleinere Instrumente mit 3 das heißt, Reihen. 4 Reihen heißt, ich habe 4 Tonarten, genau, die ich spielen kann. Das heißt, ich kann Lieder in 4 Tonarten spielen, ja? Genau. Und von der Stimmung her gibt es da von der Stimmung her, wenn man mit Bläsern zusammenspielen will, gestimmt in B, dann bietet sich nehmen Sie es einmal runter, das, ja, weil wir gesagt haben, wir hätten gern was Modernes. Das heißt, ich kann auch was Modernes auf der steirischen spielen. Ja. Das ist jetzt ein CFG oder was? Das ist jetzt ein GCFB. GCFB, also das ist, da wäre jetzt leicht zum Dazuspielen. Wenn ich jetzt eine Gitarre hätte, dann genau, würde ich dazu spielen. Genau, da ist das GCFB ideal. Was spielen Sie mir jetzt, damit ich... Ich würde sagen Lean on Me. Huh? Okay. Geht schon? Sometimes in our lives we all have pain. We all have sorrow, but if we are wise, we know that there's always tomorrow. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Fein, hallo. Da haben wir jetzt gleich einmal aufgeräumt mit dem Mythos, dass also so eine steirische eigentlich nur für Volksmusik geeignet ist. Das heißt, auch vielleicht auch die Chance, junge Leute zur steirischen zu bringen? Auf jeden Fall. Das muss ich ja sagen, der Herbert Pixner schreibt da wirklich tolle Musik, jetzt, was den jungen Menschen sehr gut gefällt. Bei Ihnen ist ja so, Sie setzen sich hin, Sie singen gleich, Sie spielen, Sie sind ja in mehreren Bands aktiv, glaube ich. Genau, das ist ja jetzt nicht überraschend gewesen für Sie, dass Sie da einmal aufspielen. Nein, also... Ich spiele ungefähr 100 Mal im Jahr, okay, also 100 Auftritte. Das ist kommt gut hin. Der Alltag. Ja. Danke für diese kurze Vorführung und auch danke für die Einführung, wie man zu so einem Instrument kommt. Flowrag, kennen Sie vielleicht, ein junges Duo aus Mödling? Wir spielen ja rund um den Nationalfeiertag nur Musik aus Österreich jetzt. Und die gibt's, die haben ihren Durchbruch gehabt mit uns. Da kommt die Musik. Und dann hören und sehen uns gleich wieder hier aus Garten.